Hallo, ich erkläre euch heute mal ganz schnell, wie man Kombucha macht und was man dazu braucht. Das Wichtigste ist, man braucht erstmal einen Behälter, entweder einen großen Glasbehälter oder ich habe hier diese Fässer der Firma Speidel. Die sind sehr gut geeignet und mit Edelstahlzapfhahn. Da soll der Pilz dann rein. Dann braucht man natürlich einen Kombucha-Pilz. Kann man im Internet ganz einfach kaufen. Ich habe jetzt hier schon mal welche, das sind die vom letzten Ansatz. Die sind jetzt vom Durchmesser her wie das Fass im Endeffekt. Und die wachsen immer mehr. Und wenn sie zu dick werden, dann muss man die durchsteilen. Ja, ich habe jetzt die raus und abgewaschen unter Wasser und in Ansatzflüssigkeit reingelegt. Die Ansatzflüssigkeit brauchen wir dann wieder für einen neuen Ansatz. Dann brauchen wir Zucker, davon ernährt sich der Kombucha-Pilz. Und Tee. Ich habe jetzt hier einen Topf mit Wasser schon mal vorbereitet, der ist gekocht. Und pro Liter Tee werden 5 Gramm also pro Liter Wasser werden 5 Gramm Tee zugesetzt. Das heißt, wir haben jetzt hier 8 Liter, das sind 40 Gramm Tee. Dann nehmen wir insbesondere grünen Tee und schwarzen Tee. Da bei uns die Kinder das auch trinken, nehme ich nicht so viel schwarzen Tee wegen dem Koffein. Dadurch soll ich ein bisschen mit Kräutertee mischen. Okay. So, die Tee kommt jetzt alles in eine Schüssel. Ungefähr 20 Gramm Grüntee. Es geht alles nicht so genau. So, den Tee füllen wir jetzt in den Beutel rein. Hier so die großen Teefilter. Da macht man 3-4 Stück. Und die tun dann ins Wasser rein. So, also ich nehme jetzt einen Löffel und fülle das alles in diese Teebeutel rein. Nur so viel, dass man oben noch einen Knoten reinmachen kann. Man könnte es auch direkt ins Wasser rein tun, aber dann braucht man das Sieb und es rauszusieben. Muss nicht sein. So ist einfacher. So, ist ungefähr halb voll. Die schön drehen. Und versuchen, einen Knoten reinzumachen. So, ganz vorsichtig, das reißt schnell ab. Und so machen wir das komplett mit dem ganzen Tee. So, ich habe jetzt meine 3 Beutel fertig befüllt. Hier schmeißen wir jetzt einfach ins Wasser rein. Und dann muss es jetzt 20 bis 30 Minuten ziehen. Dann nehmen wir es hier raus und setzen den Zucker zu. Und dann lassen wir es einfach abkühlen und dann sind wir auch schon fast fertig. Deckel drauf. So, jetzt messe ich den Zucker ab. Und pro Liter Wasser braucht man 70 Gramm Zucker ungefähr. Das sind ungefähr 600 Gramm Zucker. Ich nehme jetzt mal den Behälter rein.
jetzt da 50 Gramm mehr oder weniger drin sind, das spielt keine Rolle. Der Kombucha-Pilz, der lebt davon und der baut es ab. Da dauert es halt 2-3 Tage länger vielleicht, bis es fertig ist. Aber ist kein Problem. So, jetzt warten wir, bis der Tee durchgezogen hat. Und dann nehmen wir die Beutel raus. Wir können jetzt die Zeit nutzen, solange der Tee zieht, um das Fass mit Kombucha zu befüllen, mit Ansatzflüssigkeit. So. Den legen wir einfach rein. Und geben ein bisschen Flüssigkeit dazu. Ungefähr einen halben Liter. Das reicht aus. Die Ansatzflüssigkeit hilft, dass die Fermentation schnell in Gang kommt. Der Pilz, der vermehrt sich wie verrückt, das heißt, nach einem Durchgang hat man fast die doppelte Menge Pilz. Man kann ihn an Freunde und Bekannte weitergeben und freuen die sich auch. Man kann den Pilz auch einfrieren, wenn man sich aufheben will. Das geht auch. Ja, oder man tut einfach einen Kompost, wenn man einmal zurechtkommt mit der Menge. Damit keine Mücken oder so reinkommen, legen wir die Öffnung mit einem ganz normalen Einwegpapier ab. Das legen wir so oben drüber. Dann nehmen wir einen Gummi und machen den in die Öffnung rum. Da ist es geschützt. Und so stellen wir den dann auch in den Keller im Endeffekt. So, der Tee hat jetzt durchgezogen, jetzt nehmen wir die Beutel raus. Jetzt fehlt nur noch der Zucker. Den tun wir jetzt in den Tee rein. Dann rühren um, dass er sich auflöst. Okay, jetzt müssen wir es nur noch abkühlen lassen. Das könnte 12 Stunden dauern. Und sobald er kalt ist, muss man nur noch ins Fass reinkippen und dann sind wir fertig. So, ich stelle den Topf außen auf den Balkon. Geht es ein bisschen schneller, weil es so schön kalt ist momentan. So, der Tee ist jetzt abgekühlt. Den kippen wir jetzt einfach da rein in so einen Behälter. Der Kombucha-Pilz ist da drin. Der schwimmt dann oben drauf. Manchmal sinkt er auch ab, aber in der Regel ist er oben.
braucht ein bisschen, bis er hochkommt. So, jetzt nehmen wir unseren Zellstoff, decken das ab, mit Gummi außenrum. So, jetzt müssen wir es 10 Tage im warmen Raum aufstellen, zum Beispiel ins Wohnzimmer oder da, wo es halt am wärmsten ist in der Wohnung. Und nach 10 Tagen kannst du in den Keller und da lassen wir es dann 6 Wochen stehen. Und dann soll das fertig sein. Da bildet sich auch Kohlensäure drin. Ja, da kann man es trinken. Kombucha ist ja für alles Mögliche gut. Und wenn er doch mal zu alt werden sollte, dann kann man immer noch an kranke Bäume hingießen. Also ist auch für Pflanzen gut. Dann viel Spaß beim Nachmachen. Ciao, ciao.